In der letzten Folge von Undertale begegneten wir Alphys, der anime-liebenden Wissenschaftlerin, in ihrem Labor. Sie erzählte uns, dass sie einen extra auf Menschen abgerichteten Killerroboter erfunden hat, namens Metaton. Dieser wartete nur auf sein Stichwort und erschien daraufhin. Er veranstaltete eine Gameshow, wobei er uns mit komplizierten, teilweise unlösbaren Quizfragen bombardierte, bei denen Alphys aber zur Stelle war, um uns zu helfen. Danach erkundeten wir ihr Labor und gingen darauf weiterhin im Hotland umher, während wir zwei interessante Rätsel lösten. Als krönendes Finale der letzten Folge erschien Metaton erneut und machte in einer Kochshow Jagd auf unsere Seele, die er als Zutat in einen Kuchen stecken wollte. Doch zum Glück wich er von seinem Plan ab und griff auf ein synthetisches Präparat zurück. Jetzt stehen wir kurz vor dem Chor, einer Anlage, die den gesamten Untergrund mit Energie versorgt. Dies ist die letzte Station vor Asgore's Schloss und unserem Schritt in die Freiheit. Willkommen zurück zu Undertale. Das letzte Mal haben wir bei Metatons großer Kochshow mitgemacht, bei der er eine menschliche Seele als Kochsubstanz verwenden wollte. Und dem sind wir knapp entkommen und haben ein Jetpack nun für unser Handy. Mal schauen, ob das im weiteren Verlauf des Spiels irgendwann nochmal notwendig wird. Ich denke aber nicht. Jetzt sind wir angekommen bei der Riesenanlage des Untergrunds, die da heißt Core. Weil, wenn man speichert, steht da Core-Aussicht. Mal gucken, was dieses Ding macht. Alphys war nervös, als sie uns darüber berichtet hat, beziehungsweise angedeutet hat, was das Ding macht. Mal schauen, wie es weitergeht. Ein Aufzug. Gehen wir mal rein. Oh, hi. Ja, bitte wählen eine Etage. Gehen wir mal links hin. Links 1. Nice. Hallo, ich bin da. Oh Gott, die Musik ist wieder zurück. Ja, alles ominös. Moment. Ist das nicht der... Das ist der Start, wo hier am Anfang die Wachen standen, ne? Weil hier geht's zum Lab... Ja, okay, gut. Da wollen wir natürlich nicht hin. Also gehen wir hier wieder rein. Und gehen dann halt nach rechts 2. Weil rechts 1 ist das, wo wir gerade reingegangen sind, ne? Ja, das ist das. Okay, dann gehen wir nach rechts 2. Yeah. Und da wären wir. Oh, hallo. Hey, ich bin der hitzköpfige Hitzkopf. Denk an meinen Namen. Okay, hitzköpfiger Hitzkopf. Oh, Sansi Boy. Hallo. Hey, Kumpel. Wie geht's? Willst du einen Hotdog? Er kostet nur 30G. 30G? Okay. Danke, Kumpel. Hier ein Hotdog für dich. Ja, Dog. Apostrophen-Dog, kurz für Hotdog. Kann ich noch einen? Hey, Kumpel, wie geht's? Willst du ein Hotdog? Er kostet nur 30G. Noch ein Hotdog? Hier bitte. Ups, ich habe keine Hotdogs mehr. Hier, nimm stattdessen dieses Hot Cat. Oh Gott. Was für Witze. Hotdog? Info. Hotdog heilt 20 AP. Das Fleisch stammt von einer Wasserwurst. Oh nein. Okay, es gibt ein Easter Egg, glaube ich, dass wenn sein Inventar voll ist, dass das dann auf meinen Kopf tut. Deswegen mache ich das mal. Ah, Moment mal. Wir können auch die Hundereste benutzen, um unser Inventar voll zu machen. Du verwendest Hundereste. Der Rest des Inventars wurde mit Hunderesten aufgefüllt. So, und jetzt, komm. Hey, Kumpel, wie geht's? Willst du einen Hotdog? Er kostet nur 30G. Ja, du trägst zu viel. Ich lege es einfach auf deinen Kopf. Yay! Hier ist ein weiterer Hotdog. Er ist am Dach. Naja, nein, er liegt auf dir. Oh mein Gott, das ist ein englischer Wortwitz mit It's on the house und No, it's on you. Hier, habe Spaß. Okay, ich spamme jetzt ganz viele Hotdogs. Let's go! Der Hotdog-König ist im Land. Hier, habe Spaß. Habe ich schon erwähnt, dass du Spaß haben soll? Hier, nimm Hotdogs. Hotdogs ohne Ende. Ich weiß zwar nicht, wo ich die ganzen Hotdogs herbekomme, aber egal. Hauptsache, sie sind jetzt auf dir drauf. Hier, nimm einfach. Und noch einen. Okay, ich frag mich, wie weit ich das machen kann, also wie lange er das noch durchhält. Also, noch habe ich ein paar. Also, hier noch einen und noch einen. Und, ach so, ja, ich habe vergessen zu sagen, dass du hier noch einen kriegst. Außerdem, ich bin offen zu dir. So sehr ich es auch mag, Hotdogs auf deinen Kopf zu legen. 30 ist eine hohe Zahl.
29 ist in Ordnung, aber 30? Sieht es so aus, als kämen meine Arme so hoch. Ich frag mich, wie deine Arme überhaupt so hoch kommen konnten. Jetzt haben wir Hotdog auf... Hier, yeah. Oh Gott. Okay. Hallo, Vulkan. Toastige Semmel. Okay. Ich liebe Hotdogs. Hey, ist es nicht merkwürdig, auf dem Dach von dem Kerl Schnee liegen zu sehen? Wahrscheinlich ist er einfach zu faul, um es sauber zu machen. Ja, ist schon ein bisschen merkwürdig. Ich meine, hier sind 300.000 Grad. Aber es ist Sans, der schafft das alles. Okay. Elvis postet ein Bild. Abendessen mit meiner Freundin. Es ist ein Bild von einer Catgirl-Figur neben einer Schüssel voll Instant-Nudeln. Yikes. Oh. Pyrope springt auf dich zu. Hallo, Pyrope. Kühlen. Du boostest auf Pyrope. Seine Flammen werden kleiner. Pyropes Angriff sinkt. Yay. Brrr, was ist los? Der schmeißt mit Bomben. Okay. Okay, aber der Angriff ist nicht so schlimm. Okay. Einladen. Du lädst Pyrope zum Rumhängen ein. Sorry, bin total verschnürt. Okay, wenn du meinst. Okay, weg davon, weg davon, weg davon. Okay. Aber soll ich ihn einfach weiterkühlen? Du pustest auf Pyrope, seine Flammen werden kleiner. Pyropes Angriff sinkt. Brr, was ist los? Oder hätte ich ihn schon längst sperren können? Ich weiß es nicht. Kann ich ihn verschonen? I don't know. Ich versuch's mal. Nee, ich muss auch irgendwas machen. Ja gut, dann mache ich halt erhitzen. Du drehst den Thermostat auf. Pyrope ist begeistert. Okay, und sogar die Textbox ist heißer geworden. Heiß, heiß, heißer, heißer. Ist ja gut. Ah, gut, die machen mir ja keinen Schaden, wenn ich durchgehe, oder? Oder doch? Keine Ahnung. Pyrope möchte mehr Hitze. Okay. Erhitzen. Du drehst den Thermostat auf. Er ist super heiß. Pyrope wirkt zufrieden. Heiß, heiß, heißer Mann. Okay, aber jetzt ist alles hier komplett verschwommen. Aha. Okay, kann ich jetzt? Jetzt kann ich ihn verschonen. Okay. Du warst siegreich. 0 XP und 45 Gold erhalten. Ui. Cool Skeleton 95 postet ein Bild. Posten hier. Ach, das ist Sans. Posten wir heiße Bilder? Hier bin ich und mein Kumpel. Es ist ein Bild von Papyrus posierend vor einem Spiegel. Er trägt eine Sonnenbrille. Ein riesiger Bizeps wurde in das Bild eingefügt. Der Bizeps trägt auch eine Sonnenbrille. Oh, Fashion. Elfes aktuellste Statusmeldung. Lol, Cool Skeleton 95. Das ist 95, immer noch. Immer noch 95. Das ist ein Witz, oder? Okay, ich komme mit den Stimmen gerade durcheinander. Cool Skeletons 95. Status. Der einzige Witz hier ist, wie stark meine Muskeln sind. Du hast nicht mal Muskeln. Erzähl keinen Quatsch. Okay, hier scheint es weiter zu gehen, deswegen gucken wir erstmal nach unten. Oh. Napsterblock 22 hat dir eine Freundschaftsanfrage geschickt. Oh, Napsterblock. Anfrage annehmen? Ja, natürlich. Es scheint sich schon selbst abgelehnt zu haben. Oh, der Typ ist so schüchtern. Eine Schürze liegt am Boden. Mitnehmen? Du erhältst die alte Schürze. Schürze. Du rüstest die Schürze aus. Oh nein, es ist eine Rüstung. Alte Schürze, Rüstung 11 Defense. Okay, aber es ist alte Schürze, ist genau das gleiche wie die Temi Armor, nur mit 9 weniger als Defense. Okay, jetzt können wir links weitergehen. Was haben wir hier? Ein Anruf. Hi, ich bin's, Dr. Elvis. Dieses Rätsel hängt von deinem, Timing ab. Siehst du die Schalter dort drüben? Du musst sie alle drei innerhalb von 3 Sekunden aktivieren. Ich werde versuchen, dir mit dem Rhythmus zu helfen. Okay. Dann los. Hui, hui. Elvis. Okay, jetzt drücke den dritten Schalter. Hey. Sieht so aus, als ob du nur zwei Schalter drücken müsstest. Oh wow. Dieses Spiel. Es ist so cool. Oh Gott, okay, jetzt haben wir ein Riesenrätsel. Elfes aktuelle Startungsmeldung. Ich helfe nie wieder bei einem Rätsel, Mau. Och doch, warum denn nicht? Hey, ich gehe ins Badezimmer, also werde ich erstmal nicht erreichbar sein. Ich bin mir sicher, du schaffst das Rätsel auch ohne mich. Okay. Okay, wir haben hier diese Dampfhüpffelder, wie auch immer ich sie nennen soll. Oh. Oh. Okay, immer wenn wir auf so einem Knopf landen, aktualisiert sich die Richtung. Okay, das heißt, da ist es immer in die entgegengesetzte Richtung.
Das heißt, dieser Pfeil muss nach links zeigen, damit wir weiterkommen. Oh Mann, okay, gut. Es ist einfacher, als ich gedacht habe. Ich habe es mir nur wieder zu schwer gemacht. Egal, das haben wir es ja. Elvis aktuell zur Statusmeldung. OMG, wie kann man nur denken, Mew Mew 2 wäre besser als 1? Lol, das ist ein Witz, oder? Wovon sprichst du? Der Gedanke, sprichst du von den Animes in deinem Haus? Der Gedanke, dass die Maus eines Tages den Safe hacken könnte und den Käse erhält, erfüllt dich mit Entschlossenheit. Oh, Mausi ist wieder da. Hallo, Mausi. Ja. Das ist ein Stück Käse. Also da ist ein Stück Käse in einem computergesteuerten Lasersafe. Die Laser haben die Ecken des Käses schmelzen lassen. Er klebt am Teller fest. Blech. Elvis aktuell zur Startungsmeldung. OMG, sie ruinieren damit Mew Mews Charakterentwicklung. Wenn du meinst? Meine Mew Mew 2 Rezension. Mew Mew knuffig süß 2 ist weder knuffig noch süß. Es ist Müll. 0 Sterne. Ein harscher Kritiker. Die Musik geht ab. Hey, du, stopp. Oh, hallo ihr beiden. Wir haben also einen Hinweis über einen Menschen, der ein gestreiftes Shirt trägt. Man erzählte uns, er würde nun durch Hotland laufen. Ich weiß, klingt schrecklich, oder? Nun, bleib ganz ruhig. Wir bringen dich dorthin, wo es sicher ist, okay? Ich bin der Mensch. Hä? Was gibt's, Bruder? Das Shirt, sieh dir das Shirt an. Also, was ist damit? Hi, ich... Bruder, denkst du dasselbe, was ich denke? Verdammt, das ist nun wirklich blöd. Wir, müssen dich jetzt total umbringen und so. Oh oh. Königsgarde greift an. Flüstern? Du erzählst Königsgarde 1, dass du ehrlich mit seinen Gefühlen umgehen wirst. So wie, was? Ich verstehe es nicht. Teamangriff. Okay, alles gut. Einfach nur links und rechts ausweichen, haha. Okay, nice. 01 hält Wache. Okay, dann polieren wir mal seine Rüstung. Du versuchst, Königsgarde 1 Rüstung anzufassen. Deine Hände rutschen ab. Hände weg von ihm. Was ist das denn? Okay, Schweißtritt aus 02 Rüstung. Schweißtritt, okay, dann jetzt seine Rüstung säubern? Du säuberst Königsgarde 2 Rüstung. Der kühlende Schmutz wird abgewaschen. Also, gib uns die Seele, Bruder. Es wird wärmer. Oh, ich kann seine Rüstung jetzt säubern, indem ich immer wieder zu deinem Dingen gehe. Ah ja. Halte das nicht aus. Rüstung zu heiß. Viel besser. Okay, wenn du meinst. Ich meine, wir sind hier in einem freien Land. Was zum Teufel? Du tätschelst, ich nenne einfach KG. Du tätschelst KG2's Brust, wie eine muskulöse Bongo. Hör auf, hallo. Oh nein, ich hab... Okay, die Angriffe des einen zittern voll. Ich glaube, der mag die Aussicht, die ihm geboten wird. 02 beobachtet seine Bewegung. Okay, König 1, flüstern. Du erzählst König 1, ich sag immer König. Ich sag einfach... Wache, okay? Du erzählst Wache 1, dass du ehrlich mit seinen Gefühlen umgehen wirst. Ich. Okay, gut, ich weiß jetzt zwar nicht, was ich machen soll, aber ich nehme mal einfach weiter Schaden wie so ein Irre. Kumpel, ich kann nicht. Ich halte das nicht mehr aus. Nicht so. Also, 2. Ich mag dich. Ich mag dich wirklich sehr, Bruder. Die Art, wie du kämpfst. Die Art, wie du redest. Ich liebe es, mit dir Teamangriffe zu machen. Ich liebe es, hier mit dir zu stehen und unsere Schwerter synchron zu schwingen. 2. Ich will immer bei dir sein. Erwischt, Bruder. 1. Ja, Bruder? Möchtest du vielleicht ein Eis essen gehen? Nach all dem? Natürlich, Kumpel. Oh, 01 und 02 sehen einander glücklich an.
verschonen. 100 Gold! Yay! Wir haben zwei Guards verkuppelt. Wuhu! Elf ist aktuell zur Startungsmeldung. Ups, ich warte, bis sich der Mensch veranstellen wird. Willst du mir nicht lieber helfen? Top 10 Sendungen, die euch eure blöde Arbeit vergessen lassen. Okay. Kann ich jetzt einfach in Ruhe weitergehen? Oh nein, Metaton. Was kommt jetzt? Okay, ich bin zurück. Ein weiterer finsterer Raum, was? Keine Sorge. Überlass das nur mir. Ich bekomme das schon hin. Metaton. Ernsthaft jetzt? Oh ja. Guten Abend, Schätze und Schnucki. Hier ist Metaton, der live für euch aus dem MTT News Studio berichtet. Eine interessante Situation ergab sich in Ost-Hotland. Glücklicherweise ist unser Reporter für euch live vor Ort. Geschätzter Reporter, bitte finde etwas Berichtenswertes. Unsere 10 wundervollen Zuschauer warten auf dich. Oh, 10? Juhu! Okay, das ist anscheinend ein Glas Wasser. Hier ist ein Basketball. Ein Hundi! Was für eine sensationelle Möglichkeit für eine Reportage. Ich sehe schon die Überschrift. Ein Hund existiert irgendwo. Wow, was für eine Überschrift. Offen gesagt, ich bin überwältigt. Darüber berichten? Ich möchte erstmal gucken, was es hier noch gibt. Okay, ein Metaton-Buch. Ein Undertale-Buch, keine Ahnung. Und ein Geschenk. Oh, es ist ein Geschenk und es ist für dich, Schnucki. Übertreibst du nicht etwas mit deiner Begeisterung? Was könnte da nur drin sein? Nun, dafür haben wir jetzt keine Zeit. Darüber berichten? Okay, dann nehme ich den Hund. Hallo, Hundi. Dieser Hund existiert immer noch. Diese Reportage wird immer besser und besser. Darüber berichten? Yep. Aufgepasst, Zuschauer. Unsere Reporterin hat einen Hund gefunden. Stichwort Publikum aus. Das stimmt, Leute. Es ist die schönste Geschichte des Jahres. Schaut euch seine kleinen Ohren an, seine kleinen Pfoten, seinen fluffigen Schwanz. Moment mal. Das ist kein Schwanz. Das ist eine Zündschnur. Oh. Also ist dieser Hund eine Bombe. Aber keine Sorge. Du hast noch nicht den Rest in diesem Raum gesehen. Noch nicht. Oh, okay. Netter Trick. Oh, scheint, als wäre alles hier eine Bombe. Das Geschenk ist eine Bombe. Der Basketball ist eine Bombe. Und, oh, meine sind auch eine Bombe. Geschätzter Reporter, wenn du nicht alle Bomben entschärfen kannst, wird dich diese große Bombe in 2 Minuten in Fetzen reißen. Schöne Aussicht. Dann berichtest du nicht länger live. Hahaha. Wie fürchterlich, wie verstörend. Unsere 9 Zuschauer werden sich das mit Vergnügen anschauen. Jetzt sind's 9. Du hast einen verscheucht. Glückwunsch. Viel Glück, Schnucki. Oh nein. Keine Angst. Ich habe... Oh, der Hund schläft. Ich habe dir ein Bombenentschärfungsprogramm auf dein Handy geladen. Benutze die Entschärfenfunktion, wenn die Bombe in einer Entschärfenzone ist. Jetzt frisch ans Werk. Okay. Hallo Hund. Ach so. Nee, nicht kämpfen. Nicht kämpfen. Klasse, sieh dich weiter im Raum um. Nimm als nächstes die Bombe links und... Oh nein. Habe ich dadurch XP gekriegt? Ich weiß es nicht. Weil hier, glaube ich, sollte entschärfen, ja. Oh nein. Ich hoffe, dass... Ich weiß es nicht. Ich schaue gleich nach, ob ich dadurch XP bekommen habe. Weil ich habe gekämpft. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Egal. Was ist hier oben das Geschenk? Tat. Entschärfen. Okay. Uff. Ich hoffe, das war jetzt kein Fehler. Egal, machen wir erstmal weiter. Die Bombe kann ich hier entschärfen, glaube ich. Pech! Danke. Tat. Entschärfen. Nein. Ja, ich weiß. Oh oh. Okay. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich werde wahrscheinlich sowieso sterben. Egal. Dann können wir nochmal... Ja, okay. Ich glaube, ich lasse mich umbringen. Weil dann, ja. Ich lasse mich kurz umbringen, dann haben wir auch das vielleicht.
Okay, wir können ja sowieso schauen, was mit der Bombe passiert. Hey, pass auf, du wirst dich noch schwerer verletzen. Ich kann dabei nicht zusehen. Ich deaktiviere die Laser. Okay, gut, alles klar. Es tut mir leid. Es ist meine Schuld, dass du verletzt wurdest. Ich habe die Laser nicht gut genug erklärt. Und, oh, dafür haben wir jetzt keine Zeit. Entschuldige. Okay, gut, wir gehen direkt mal zur Bombe. Auf geht's, Bombe. Zu dumm, Schnucki. Du hast es nicht geschafft, die Bombe innerhalb von 3 Minuten zu entschärfen. Jetzt wird dich die große Bombe in Fetzen reißen. Bereit, hier kommt der Moment, auf den wir alle gewartet haben. Hahaha. Tschüss, Schnucki. Ah. Sieht so aus, als würde die Bombe nicht hochgehen. Das ist, weil, während du geredet hast, habe ich... Oh nein, du hast die Bombe gehackt und entschärft. Ja, genau das. Verflucht, scheint, als wären meine Pläne ein weiteres Mal veraltet worden. Verflucht seist du, Mensch, verflucht seist du, Dr. Elphys, weil du ihm geholfen hast. Aber ich verfluche nicht meine 8 wundervollen Zuschauer fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal, Schnucki. Wow, das war vielleicht knapp, oder? Ein bisschen knapper, als es mir lieb war. Ich hätte dir bessere Anweisung geben sollen. Und es war nicht genug Zeit. Nun, das ist Metatons Schuld, nicht meine. Ich darf jetzt nicht an mir zweifeln. Ich fühle mich endlich dazu in der Lage, dich souverän zu fühlen. Ich beschütze dich vor diesem fiesen alten Roboter, egal was kommt. Wenn ich müsste, würde ich sogar... schon gut. Wir haben die Hälfte des Weges zum Chor bereits geschafft. Los, weiter. Okay, ich glaube nicht, dass ich XP dadurch gekriegt habe, den Hund anzugreifen. Ja gut, okay, gut. Dann weiß ich nicht, wo es lang geht jetzt. Ich glaube, hier geht's lang. Oder kamen wir davon? Nee, da geht's lang. Okay, gut. Dann hoffe ich, dass jetzt ein Speicherpunkt kommt, damit ich nachschauen kann, ob ich XP gekriegt habe. Aber ich glaube nicht. Ich habe bemerkt, dass du in letzter Zeit nachdenklich gewesen bist. Hast du Angst davor, Escort zu treffen? Nun, keine Angst, okay? Der König ist ein sehr netter Kerl. Ich bin sicher, du kannst mit ihm reden und... Mit deiner menschlichen Seele kannst du die Barriere passieren. Also keine Angst, okay? Denk einfach nicht daran und lächel. Das wird schon. Aber wie gesagt, ein Safe Point wäre jetzt toll. Okay, gut, ich kann im Aufzug, kann ich ja, hoffe ich mal, zu einem Safe Point gehen, ne? Dann schaue ich nach, ob ich Level bekommen habe, beziehungsweise XP, und dann melde ich mich nochmal. Okay, nee, das hat keine XP gegeben, Gott sei Dank. Aber ich wollte nur ganz, ganz sicher gehen, damit wir nicht die Pazifisten-Route verkacken, bevor wir sozusagen erst richtig zum Finale gekommen sind. Aber dann würde ich sagen... Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei einer neuen Folge von Undertale und dann gehen wir vielleicht sogar schon in den Chor. Also bis dahin und bleibt dran.